Die LIG Nord ist eine von 111 niedersächsischen Landjugendgruppen, die an der 72-Stunden-Aktion teilnehmen. Dabei geht es darum, innerhalb von 72 Stunden ehrenamtlich eine Arbeit zu leisten, die dem eigenen Dorf oder der Dorfgemeinschaft dient. Die LIG Nord hatte die Aufgabe zugeteilt bekommen, an der Bushaltestelle in dem beschaulichen Dörfchen Sylvaden einen Unterstand nebst Rastplatz zu bauen. Das kriegen wir hin, befand LIG Nord-Vorsitzende Wiebke Ruprecht am Donnerstagabend nach der Verkündung der Aufgabe. Und so machten sich die jungen Leute umgehend ans Werk und schmiedeten Pläne, die nun umgesetzt werden. Am Sonntag um 18 Uhr müssen Unterstand und Rastplatz fertig sein. Wer dort künftig auf den Bus wartet oder als Radler oder Wanderer eine Pause einlegt, wird sogar WLAN vorfinden.